Kamera. Läuft. Ton. Okay. Szene 4, Take 17. Geschichte lernen, Geschichte leben. Das haben unsere Schüler und Schülerinnen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in ein unglaublich spannendes Projekt umgesetzt. Historisch belegte Ereignisse wurden neu zum Leben erweckt und in dem Film mit dem Titel Jane Digby mit Schülerinnen und Schülern und professionellen Schauspielern neu interpretiert. Ja, ich bin echt total beeindruckt, wenn man überlegt, wir haben, ich glaube, 2019 oder so haben wir angefangen, die ersten Gehversuche zu zweit noch im Schloss zu drehen. Und jetzt mittlerweile ist es aus den lokalen Helden wirklich eine große Mannschaft geworden. 30 Leute, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Maske, wir haben Reitdouble, wir haben Schüler, die mitmachen. Wir haben Techniker mit an Bord. Es ist unglaublich. Zwinkern die Erste. Wir erzählen die Geschichte von Lady Jane Digby, einer jungen Abenteurerin, die für einige Jahre im Weinheimer Schloss lebte und hier mit dem superreichen Karl von Fenningen verheiratet war. Um das Jahr 1835 herum passierten aber auch noch andere spannende Dinge, wie etwa der massive Ausbau der Eisenbahn oder auch der wütende Wunsch nach politischer Freiheit, welcher schließlich in der Revolution 1848 endete. Jane ist für mich eine starke Frau, die aber auch sehr getrieben ist, die auf der Suche und auch auf der Flucht vor sich selbst ist, die ganz arg nach Liebe sucht und auch bereit ist, viel dafür zu geben, aber nicht so richtig die Liebe findet und auch nicht so richtig ihren Platz in der Gesellschaft und in der Zeit findet. Ich habe gelernt, Hambacher Fest, Schauspielerei und Beleuchtung. Ich war eine Zofe. Ich war sehr nah an Lady Jane Digby und kannte alle ihre Geheimnisse. Ja, es war spannend für mich, dass ich mitdrehen durfte und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte die Rolle Hofdame. Katharina war eine Zofe und Zeynep war eine Hofdame. Genau, sehr schön. So, machen wir's. Unten im Mülheimer Tal planen Sie eine Manufaktur zur Herstellung von Klar. Von was eigentlich? Ich bin stolz auf unser Team. Alle bringen sich selbstlos ein und geben ihr Bestes. Maria von Fenningen war eine Mutter, die versuchte, ihrem Kind durch Intrigen langes Leid zu ersparen. Sie war hin und her gerissen zwischen ihrem Wunsch, die verhasste Schwiegertochter Lady Jane mit allen Mitteln loszuwerden und ihren Reuegefühlen, die sie deswegen plagten. Setz dich hin. Machst das Ding runter. Whatever makes you happy, whatever you... Ich musste ihn loswerden. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. Ich bin sehr stolz auf all unsere Schüler und Schülerinnen, die so viel Herzblut, Energie, Engagement und vor allem Mut bewiesen haben, dass dieser Film entstehen konnte. Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich der Stadt Weinheim, den lokalen Helden, allen Kolleginnen und Kollegen, die dieses großartige Projekt unterstützt haben.